Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zu einer neuen weiteren Folge GTA Online. Diesmal machen wir wieder eine mobile Operation in der Mutti. Ja, die Mutti. Die Mutti. Hör, was sie sagt, Junge. Hör, was sie sagt. Also, wir spielen jetzt Offshore-Vermögen. Und Offshore-Vermögen, ja. Da fahren wir, wie es aussieht, dieses fette Gefährt. Ist ja wohl klar. Jetzt wäre das ja nicht das Bild. Und, ja, wir starten mal. Du hast aber Glück gehabt, dass ich schon fertig war. Ja, das ist sehr gut, weil ich habe auch erstmal einkaufen müssen. Hättest ja fragen können. Ha! Und du hättest aber auch direkt am Anfang sagen können, ich muss noch kaufen. Ja, hätte Fahrradkette, Offshore-Vermögen, so. Oder? So. Alter. Das ist ein Helikopter, bringt uns das gerade, oder was? Ja. Ja toll, dann hätten wir auch gleich unten bleiben können, ne? Ja. Ja, wer rechnet denn damit? Ich. Alter, geil. Yo. Ja, moin. Also, wir wissen auf jeden Fall, du fährst, ich schieße. Ist ja mal schon mal klar, ne? Finde ich gut. Nehmen, was du nehmen willst. So. Ah, geile Mucke, ey. Ah, ich steige hinten ein. Geil. Ernsthaft? Ernsthaft? Was denn? Ich kann nur zur Seite schießen. Drück mal H, dann kannst du auf andere wechseln vielleicht. Nö. Bei mir ging das. Oder ich könnte das. Warte mal, dann lass mich mal vorne einsteigen. Vielleicht liegt's daran. Ja. Alter! Das gefällt mir doch schon wesentlich besser. Alter, Leute. Leute, das ist ein geiles Gefährt, ja? Scheiß mal auf dieses fliegende Ding, Alter. Der ballert ja hier mal alles weg. Ja, aber der ist mega lahmarschig im Wasser. Ist scheißegal. Ich hätte wahrscheinlich auch einfach am Strand herfahren können. Keine Ahnung. Wahrscheinlich, warte mal. Wir müssen auf dem Wasser bleiben, weil wir auf dem Punkt zum Wasser fahren. Also. Ja, ja. Ich will mal gucken, wie wir der. Wir fahren zu einem Punkt auf dem Wasser, nicht zu einem Wasser auf dem Punkt. Glaube ich, dass ich das gesagt habe. Alter. Okay, der lässt sich an Land echt scheiße steuern. Naja, auf Wasser ist er bestimmt besser. Das Prinzip, denke ich mal. Also wir müssen auf diese Insel da hinten, oder was? Ja. Also hinter der Insel. Okay. Irgendwo. Müssen wir hin. Begib dich zur Bergungsstätte. Okay, machen wir das doch mal. Ja. Ich bin ja mal gespannt, ob... Was passiert hier? Okay, das ist eine Drohne, mit der wir gucken, scheinbar. Ich sehe gerade einen Helikopter. Ich auch. Depth. Okay, lass uns mal die Boote vernichten. Okay. Da, rechts. Ach so. Die dürfen uns nicht sehen. Die Frage ist halt, ob sie wirklich die zerstören. Sinn macht, ob man die zerstört. Nee, die ging gar nicht kaputt, ne? Doch. Doch.
Man muss aber treffen, ne? Ich treff den Heli nicht, Alter. Los, der Heli schießt auf uns. Kannst du so hochziehen? So, müssen wir auf das Schiff drauf? Ja, ne? Wir müssen auf beide, glaube ich. Warte, lass mich aussteigen. Bleib du drinnen. Bleib du drinnen. Wir sind gleichzeitig ausgestiegen. Atemgeräte einsetzen, okay? Ach, müssen wir unter das Schiff vielleicht? Ja. Wir können G, um zu tauchen. So, warte mal. Da unten ist das Zeug. Ganz unten. Da habe ich was. Ja, ich auch, aber wie kann ich denn wieder gerade sein? Du musst mit der Maus lenken, glaube ich. Nein, ich muss mit 8 und 5. Ach so, okay. Ich hab was. Ich auch. Wie komme ich nach oben? Ja, einfach hochziehen mit 2 oder so oder 5. Nee, geht nicht. Dann mit der Maus lenken vielleicht. W, A, S, D, irgendwie sowas. Nee, ich komm, ich weiß nicht, wie ich nach oben komme. Versteh's nicht. Hallo! Ja, mit dem Controller ist es halt. Du hässlicher Wichskopf, drück mal, Alter. Shift, drück mal Shift, drück mal Shift. Ja, ich drück doch Shift. Ohne Shift kann ich nicht schwimmen. Schwimm doch mal nach oben, Alter. Warum schwimmst du denn als nach unten? Will er mich verarschen? Oh, jetzt verstehe ich das. Was denn? Ach, mit... Komm schnell. Mit S schwimmst du nach oben. Ach so, verkehrt herum. Und du hast als B gedrückt und bist immer weiter runter geschwommen. Ja, natürlich. Wer kann denn auch mit so einer Kacke rechnen? Das ist so geil, Mann. Und vor allem, wie das einfach neben uns ins Wasser geplatscht ist. Ja. Da ist noch ein gegnerisches Boot an Land. Schieß das mal ab. Ja, bis dahin kann ich nicht schießen. Ich muss ein bisschen warten. Jetzt. Jawohl. Ja, moin. Ja, warum skippt er nicht? Ist er schon lange tot? Achso. Ups. Ja, hast ja. Du. Ich hab den wieder getroffen. Durch die Bäume, Alter. Hinter uns ist. Oh. Oh shit. Vor uns die Straße, vor uns die Straße. Nochmal. Nein, daneben. Wer will sterben, Asshole? Ich nicht. Das macht so mega Fun. Das macht so mega Fun. Oh, guck mal. Guck mal, guck mal. Bäm. Warte. Zack. Zack. Wo ist denn der Motorradfahrer hin? Ups. Hinter uns. Wo? Wo? Vor uns. Nirgendwo. Wo denn? Ich sehe keinen. Vor uns zwei. Wo? Da, vorne. Ist doch keiner. Ach, da ist noch einer. Ist auch schon zwei. Wen meinst du? Meinst du den?
Der ist doch schon lange tot. Alter! Hast du das gesehen? Hast du das gesehen, Alter? Nö, was denn? Warte. Da ist ein schön flaches Auto. Nein! Oh, du bist ein Spaß, Alter. Was wollen die jetzt hier? Ja, du musst da reinfahren. Wo reinfahren? Da! Ach so. Siehst du den Punkt jetzt, nicht, oder was? Jetzt verstehe ich das. Das war voll einfach. Es war... Ohne Scheiß. Es war mega einfach. Es war mega cool. Ich will die Mission gerne nochmal machen. Die hat mega Bock gemacht. Und vor allem, die hat sehr viel Geld gebracht. Naja. Ja, ja, ja. Hallo, für 10 Minuten? 11.590? Schon geil. Ja. Gefällt mir. Ich pack mein Herz bei dir heute Nacht. What the shit? Ja, das lief eben gerade bei mir im Hintergrundradio. Im Hintergrundradio? Ja, ja, ich hab da so eingestellt, dass ich Musik hören kann und dass nicht im OBS aufgenommen wird. Und dann höre ich halt meine Musik noch ab und zu. Aber jetzt ist gerade still. Habe ich gerade Musik ausgemacht. Und das letzte Lied war halt dieses... Ja. Wie heißt das denn? Ich habe den Namen vergessen. Ich weiß es nicht. Warum lädt denn das jetzt schon wieder so lange? Ich habe keine Ahnung. So, können wir von der Mutti noch andere Missionen starten? Nee, du hast keine weiteren, ne? Nee, wir müssten noch mal Vorräte holen, damit wir welche starten können. Ach so, und oben beim Bunker. Genau. Wir sind aber jetzt arschweit vom Bunker weg, das macht keinen Sinn. Genau. Lass uns eine Mission hier unten machen, ein Fahrzeug klauen. Ja. Beziehungsweise, warte mal, wir sind neben der Garage, wir können auch zwei Fahrzeuge wegbringen. Ja, lass uns das machen. Wenn wir noch Oberklasse-Fahrzeuge haben, weiß ich jetzt nicht. Aber ich glaube schon. Haben wir. Genügend. Wenn nicht, müsste man halt andere verkaufen. Wäre jetzt auch kein Beinbruch. Oder? Ja, das... Ob nicht. Sollte es denn problematisch sein? Also ich bin jetzt da. Ich auch. Kannst du da wechseln zwischen, warte mal, ich muss erstmal muss ich Einzahlung machen. Ja, mach das. Musst du das auch machen, oder? Ja, ja, aber das kannst du auch hier drinnen machen. Ja, jetzt werde ich eingeladen. Ja, aber es ist immerhin besser, wenn du das hier drinnen machst, hier kannst du nicht angegriffen. Draußen war aber auch keiner. So. Hier drinne könnte ich noch nicht mal von dir angegriffen werden. Ja. Das hat mir jetzt meine Ausgaben für Munition wieder reingeholt. Und die Rüstung. So, was wolltest du eben gerade sagen? Was kann ich einstellen? Wer welches Fahrzeug fährt oder was? Nein, ob du noch mehr einstellen kannst, also dass die dass du die noch für mehr verticken kannst. Nein, das ist leider schon die höchste Stufe. Okay, dann mal los. Also, ich möchte gerne den hier verkaufen. Und für dich, ich hoffe, nee, ich werde wetten, das Auto kriegen. Ich möchte gerne den hier fahren. Bin mal gespannt, ob gleich der Fahrwurf hier reinplatzt. Dürfte bald soweit sein. Oder obwohl, der kommt immer zu spät. Nein! Ich hab das falsche Fahrzeug! Emperor. Wir müssen gleich die Fahrzeuge tauschen. Nein! Doch! Nein! Warum? Ich hab ein viel besseres Fahrzeug für dich.
Das sieht auch besser aus. Alter, ist das nice. Lull. Nee, die ist doof. Was denn? Wirst du gleich sehen. Ich bin fertig. Ja, warte. Ich auch. Oh, Alter, das Ding sieht so fett aus. Ich mag vor allem diese gelbe Farbe einfach nur. Ja. Guck dir das mal an. Guck dir mal den Block vorne an. Okay. Alter, das Ding ist geil, ey. Alter, das ist mega schnell. Ja. Warte, ich bin aber schneller, lass mich mal vorbei. Ja, ja. Du bist viel schneller, aber das Ding ist schon. Ich liebe das Auto. Ich will so ein Auto haben. Das hat was. Das ist mega geil, ey. Mega geil. Nein, du Wichser! Oh, ich hab extra gebremst. Dann. Ich habe extra gebremst und er hat auch gebremst, deswegen bin ich davon ausgegangen, dass er nicht weiterfährt. Und dann habe ich Gas gegeben und bin voll in ihn reingefahren. Wo müssen wir eigentlich hinfahren? Weiß ich nicht, ich traue mich nicht drauf zu drücken und gucken. Ich auch nicht, deswegen habe ich dich gefragt. Nein! Weil du der bessere Fahrer bist. Oh, naja, ist nicht schlimm, wir haben nur bisher knapp 1000 verloren. Man sieht's aber nicht, bei mir. Ich muss ganz ehrlich sagen, ja. Gleich nehmen wir ja nochmal ein bisschen Rocket League auf, ne? Mhm. Da freue ich mich schon drauf. Ich mich auch. Mega, eigentlich nur. Also ich freue mich mega krass drauf. Und vor allem, Alter, wie du diesen Turbolader in dem Auto hörst. So. Naja. Obwohl eigentlich, Alter, das ist so ein einziges Auto, ey. Wenn er einen Turbolader einbaut, ey, der ist echt krank. Da ist ja so ein Big Block da vorne drauf, ey. Ja, ja. Ja, das ist ja ein Kompressor, aber bei einem Kompressor baust du ja keinen Turbolader mehr ein. Normal hörst du das ja nicht so zischen, nee, oder? Ist das ja ein auch, großer Unterschied? Nein, du hörst ja nicht den Turbolader, du hörst das Blow-Off-Ventil. Das macht dieses... Ach so. Ja, das so extrem höre ich das nicht. Das ist nur ein... Ach so. Beim Schalten, ne? Ja. Ja, nee, das ist ein Blow-Off-Ventil. Okay. Das habe ich aber auch, ich höre es auch gerade. Sehr gut. Wieder der gleiche Punkt wie sonst auch. Der Typ muss echt die Kohle haben, ey. Ja. Hast du schon abgeliefert? Okay. Ja, ja. Ich sehe es gerade. Ja, das Auto, was du hattest, ist ja megamäßig schneller, ey. Ja. Was hast du jetzt gekriegt? 99.132? Warte. 99.814.
Ja, und ich habe 5000 gekriegt. Wie dumm ist das denn bitte? Ja gut, du hast ja auch die ganzen Kosten, ne, und das Risiko, sag ich jetzt mal. Aber so ein bisschen mehr Kohle könntest du dafür schon geben. Naja, egal. Hättest du gar nicht machen müssen. Ich weiß. Das war aber witzig. Guck mal, die Kugel ist hinten wieder rausgekommen. Nee, bei mir ist hinten nichts. Bei mir sind die Scheibe an der Ecke zerschossen. Bei mir nicht. Lol. Ja, richtig lol. Wupp. Wupp. Ja, meine lieben Freunde. Eigentlich wäre es jetzt Zeit, Tschüss zu sagen, denke ich mal. Ja? Weil die Folge ist ja schon wieder bei 21 Minuten. So haben wir schon genügend Material. Deswegen sage ich mal Tschüss. Bis morgen. Bis zum nächsten Mal. Und wir nehmen jetzt Rocket League auf. Viel Spaß. Ciao. Tschüss.